Vielen Dank. Das ist ja super, gleich Standing Ovation, damit habe ich nicht gerechnet. Ich möchte mich aber erstmal bei Herrn Röttgen bedanken. Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade steckt. Ist er irgendwo noch? Ach, da hinten in der Ecke. Hinter den Grünpflanzen. Hallo, Herr Fleurop. Es ist sehr schön. Er ist gleich beim Lautsprecher. Das war so schön, was Sie gesagt haben. Deswegen will ich jetzt auch, obwohl ich jetzt gleich loslegen möchte, doch beginnen und zu sagen, ich bin nicht wegen meines Sohnes hier. Auch ich habe ganz persönlichen Grund, warum ich hier in Hamburg bin und das seit 11 Jahren und absolut endglücklich mit dieser Stadt. Der Grund steht da hinten, dass meine Frau... Hamburg war immer schon meine Perle, aber meine Frau ist die ganze Kette dazu. Deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Nun, nicht, dass Sie das falsch verstehen mit der Kette, ja? Ich habe immer ein paar Prominente dabei und natürlich auch unser Bürgermeister, freue ich mich sehr. Er ist ja Doktor und ich dachte, fangen wir, da ist er. Ich gucke schon hier zum Lichtdubel. Hier, da ist er. Ich habe schlechte Augen. Herr Tschentscher, Herr Dr. Tschentscher, hier kommt erst einmal Karl der Große und es ist nicht Lagerfeld, sondern Karl Lauterbach. Ich kriege die Haare nicht so schrecklich hin, aber das kriegen wir hin. Ich hätte mal einmal kurz ins Nasse. Ja, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Man muss ja eines sagen, das haben wir Ihnen doch zu verdanken, Herr Doktor, lieber Kollege, dass Sie so standhaft geblieben sind, dass hier der Klönschnack, dass der Neujahrsempfang doch nicht zum Maskenball geworden ist. Das ist doch eine schöne Sache. Mit dem Alkoholverbot wollen wir nicht drüber reden. Und ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie nicht Arzt geblieben sind, denn als niedergelassene Art werden Sie heutzutage mehr nieder als gelassen. Sie sind Bürgermeister. Und ich sage Ihnen was, jetzt kommt die Zeit, wo ich immer recht hatte. Wie Charles Dickens schon gesagt hat, nichts auf der Welt ist ansteckender als gute Laune und ein schönes Lachen. Und da sind wir ja hier richtig. Also bleiben Sie gesund. Vielen Dank. So, jetzt kommt, meine Güte, hier kommt er, Sie sehen aus wie der Kaiser von Österreich. Was haben Sie denn da? Unglaublich. Nein, nicht Sie. Ja, natürlich. Au Backe. So. Und wie angekündigt, Helmut Schmidt für mich ganz großer und ein bisschen liegt mir der Mann deswegen, weil mein Vater, der auch so ein Hanseat war, zumindest ein Norddeutscher, hat mir abends immer Geschichten vorgelesen und er hatte eine ausgesprochen schöne Stimme. Und vielleicht liegt mir deswegen Helmut Schmidt auch ganz besonders. Herr Bundeskanzler AD. In gewisser Weise bin ich stolz. Bin ich stolz, aber bitte schön nicht so sehr. Ist nicht angemessen, tut nicht gut und ich muss auch sagen, der Ausblick in diesem Jahr hat auch was Schönes. Ich habe schon Servatius und von Landstein entdeckt und sie haben beide noch Puls. Das finde ich in Ordnung. Es ist schwer, was zu sagen über diese Zeit. Es gibt einen Namen, den muss man einfach erwähnen. Das ist Volodymyr Zelensky. Erstaunlicherweise, dieser Mann, die Karriere allein, angefangen als Komiker, jetzt Staatspräsident und ganz beachtlich bei Donald Trump lief es genau umgekehrt. Aber noch ein Mann muss man leider erwähnen. Und leider hat auch Gerd Schröder zu dem Mann wenig beizutragen gehabt. Es ist Wladimir Putin. Ich hoffe ja als Optimist, dass Putin bald Geschichte ist. Denn bei dem Krieg, den er hier führt, verlieren auch nette Begegnungen schnell ihren Wert. Doch jetzt zum neuen Jahr zurück. Silvester, Scholz machte sich schick, ließ 2 Raketen sogar zünden, doch rohrkrepierend gleich verenden. Sie rissen zwar eine Wolkenschneise, doch ihr Doppelwumms kam ziemlich leise. Ja,
Ja, er selbst ist auch nicht gerade ein Böller. Geht's um Entscheidung, wird er stiller. Mein Rat wäre, trau dich was im Leben. Zwischen Södern und Zögern muss es doch noch was geben. Und Zögern führt uns ganz global auch schneller hin zum großen Knall. Drum gibt es auch für mich zum Schluss, für uns alle nur ein Muss. Für uns Geschwüre hier auf Erden, mal endlich gutartig zu werden. Für einen Silberstreif, der blitzt, weil nur die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. So. Ich weiß, es geht immer schneller, wenn man nur eine Brille aufzieht. Und bei der Brille wissen Sie sofort Bescheid. Wir sind in den 60ern. Und hier ist ein Mann, der macht sich auch noch schnell einen Reim. Auch ein Hamburger. Eigentlich der Einzige, den ich als Originalprominent nie kennengelernt habe. Das bereue ich bis heute. Heinz Erhardt. Ha, ja, da wollen wir mal sehen. Ach, da oben, die Muppet Show ist auch da, nicht? Der Grund dafür, dass es hier eng ist, das neue Jahr hat gerade Empfängnis. Und wenn ich hier die Elli sehe, ach, welche Elli? Ach so, hier, ach nee. Ach, und wenn ich hier im Elli sehe, so neben Bürgermeister stehe und stellt er sich mir höflich vor, ruft seinen Namen mir ins Ohr, da möchte ich es doch glatt mal wagen und auf Tschentscher laut Gesundheit sagen, so. Ja, Gesundheit, Glück und stramme Waden würden auch dem HSV nicht schaden. Er kehrt zurück auf Bundesbühne. Ja, die Behauptung ist eine... Ah, Kühne, genau. Doch mein Gott, Walter ist geblieben, die Verlängerung ist unterschrieben und ich hoffe, jetzt kriegt der Tim den Glanz der Perle wieder hin. Also, mein Wolkennachbar wird's genießen. Ja, ja, uns Uwe, er lässt sie alle grüßen. Ahoi, machen Sie es gut. So. Dankeschön. Jetzt kommt noch einer, ein besonderer. Einer haben wir noch. Es gab und es gibt einen Mann, der freut sich auch, ist immer ein Überraschungsgast. Ich mache nicht viel Wort, ich hole ihn eben. Hallöchen, ja, alles klar, hier ist Udo, ne? Alles klar, ne? Und ich höre, weißt du was? Hallo Schülmännchen, alles cool, ne? Hallo Peter, ne? Ja, Freunde, erstmal herzlichen Dank ans Elysée, dass sie mir den Vedo Valley ins Atlantik geschickt haben, ne? Ja, ne? Macht seinen Job ganz gut, ja? Aber auch nicht schlecht hier die Blockhütte, ne? Ja. Und Der siebte September war für mich ein unglaubliches Ding. Ne? Da habe ich eins gemerkt, ne? Brahms, Uwe Seeler und der Lenz haben in Hamburg doch mehr Fans. Ne? Und ich muss sagen, nur Moment, seit diesem Tag Ehrenbürgerschaft, ne? Ihr wisst Bescheid, Freunde, ja, da, ich bin ja ein schlimmer Finger, ne? Sie wissen, was ich meine. Ne? Aber ich kann es noch zeigen, hier, AfD, alle Finger dran, ne? Hier, da, ne? Und ich kann das erklären, ja, pass auf, Peter, so war das nämlich, ne? Pass auf, ne? Meine Finger, die sind eigen. Ich wollte eigentlich den hier zeigen, doch dann wurde es der dritte, ja, und am End die goldene Mitte. Doch dann wäre gekommen, ja, unbenommen, da wäre der Zeigefinger noch gekommen, denn der zusammen mit dem langen, ich wäre als Sieger rausgegangen, ne, Freunde? Also, mach's gut, ich kann nur sagen, alles klar. Und ja, ne, ich sag nur, ich bin wieder da und ich bleibe auch da. Großes Indianer-Ehrenwort, ne, oder wie heißt das? Indogene Ureinwohner, egal. Tschüsschen, bye bye. Dankeschön.